Wir feiern 25. Geburtstag. Feiern Sie mit? Sport Preußler bietet Ihnen eine Jubiläumswoche vom 14. bis zum 21. November mit vielen Jubiläumsangeboten in den Filialen Seifen und Oederan. In Olbernhau erwartet Sie zudem eine abwechslungsreiche Jubiläumswoche. 14. November ist Saisonstart. Passformtag von Langlaufschuhen und Salomon Alpinstiefel. Dienstag, 17. November, Nordic Day. Ganztägige Beratung zu Salomon und Atomic-Produkten. Und ab 19 Uhr ein Vortrag von Peter Schlickenrieder. Vom Skiläufer zum Abenteurer. Donnerstag, 19. November, Ladies Day. An diesem Abend müssen die Männer ab 18 Uhr draußen bleiben. Und zum Abschluss, am Samstag, den 21. November, Jubiläumsangebote Alpina, Skihelme und Brillen. Und eine große Abschlusstombola. 25 Jahre Sport Preußler. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu MEF Kompakt, die Sendung, in der für Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise aus unserem Sendegebiet für die kommende Woche kompakt zusammengefasst wurden. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und damit starten wir auch gleich mit dem ersten Ausflugs- bzw. in diesem Fall wohl eher Wandertipp. Die Olbernhauer Wandergruppe startet am Donnerstag, den 19. November um 10.30 Uhr wieder von dem ehemaligen Kulturhaus Ansprung zu einer geführten Wanderung ins Rungstocktal. Sie wandern auf dem Fernweg bzw. Achterweg und können dann entscheiden, ob Sie den Normalweg über die Kohlstraße oder den etwas anspruchsvolleren Wanderweg über den Elisenweg vorbei am Gessingfelsen und an der Hirschstange wählen. In jedem Fall gelangen Sie zur Pulvermühle, um gemütlich einzukehren. Und von da aus geht's weiter über den Hainberg zum Ziel Gessingplatz in Olbernhau. Wanderstöcke sind hier von Vorteil. Und mit dem Bus haben Sie die Möglichkeit, wieder zum Startpunkt zurückzukehren. Nähere Informationen erhalten Sie natürlich in der Touristinformation in der Stadt der Siebentäler in Olbernhau. Wem das Wandern nicht so liegt, der kann seine Zeit auch damit verbringen, diverse Sonderausstellungen in unserer Region zu besuchen. Die erste im Bunde wäre die im Serpentinstein-Museum in Zöblitz. Walter Werner, er stellt seit über 50 Jahren gedrechselte Holzfiguren her, präsentiert das Kunsthandwerk aus Seifen. Vom 28. November und noch bis zum 31. Januar sehen Sie den Querschnitt des Repertoires kunsthandwerklicher Figuren des Familienbetriebs. Staunen Sie über die vielfältige Produktpalette. Zudem ist die Weihnachtsausstellung in die Dauerausstellung integriert. Eine Präsentation rund um den Serpentinstein mit einer voll funktionstüchtigen Serpentinstein-Drechselwerkstatt. In der Galerie Die Hütte gibt es vom 14. November bis zum 21. Februar eine weitere Sonderausstellung zu bestaunen. Michael von der Grün. Irgendwas mit Ölfarbe. Michael Seidel mit bürgerlichem Namen zeigt die gegenständliche Ölmalerei in kräftigen Farben mit teilweise starken, klaren Konturen, aber auch mit weichem Pinselstrich, der die Farben ineinander laufen lässt. Zum Teil macht der Künstler Farbverläufe zum Thema und Schicht für Schicht gemalt sind Landschaften und Menschen seine Hauptmotive. Eine weitere Sonderausstellung wartet auf Ihren Besuch seit dem 7. November. Die Räuchermänner in den Ausstellungsräumen im Pferdegübel auf dem Rudolfschacht in Lauter. Gar für gar geht's zum Advent auf den Boden auf. Ja, diese Handlung wurde zu einer liebgewonnenen, typisch erzgebirgischen Tradition. Die Manneln werden aufgeweckt und sollen ihrer eigentlichen Berufung, nämlich dem Nabeln, nachkommen. Viele von ihnen allerdings avancieren zu begehrten Sammlerobjekten, werden gehegt und gepflegt. In dieser Ausstellung werden verschiedenste Variationen des Rachermannels ausgestellt und einige der Exponate sind zum Teil älter als 80 Jahre. Aber allesamt könnten sie, wenn sie wollten und noch dürften, auch nabeln. Für alle, die statt zu wandern und Ausstellungen zu besuchen, sich dann doch lieber berieseln lassen, haben wir natürlich auch noch etwas im Programm.
In der Baldorf-Villa in Marienberg zum Beispiel. Da können Sie am 20. November um 20 Uhr das Konzert von Doolin aus Frankreich erleben. 2005 in Toulouse gegründet und heute eine der innovativsten Bands der irischen Musikszene. Mit ihrem modernen Ansatz, ihrer schwungvollen Spielweise und den vielfältigen Einflüssen aus Folk, Poprock, Jazz, Funk und Rap geht diese Band über die Grenzen der traditionellen Musik hinaus. Doolin findet nicht nur in Irland unter den Kennern Beifall, sondern erfreut sich auch einer kontinuierlich wachsenden und treuen internationalen Fangemeinde, mit der die Band ihre Leidenschaft für den Irish Folk teilt. Einen unvergesslichen musikalischen Abend, den haben Sie in der Baldorf-Villa in Marienberg. Infos gibt's auf www.baldorf-villa.de. Jetzt etwas für die Modellbahnbegeisterten unter Ihnen. Die Zschopauer Modelleisenbahn und Eisenbahnfreunde freuen sich auf Sie am 21. und 22. November jeweils ab 10 Uhr, um Ihnen ihre zahlreichen Neuerungen zu präsentieren. In diesem Jahr erwarten die Besucher auf rund 300 Quadratmeter Ausstellungsflächen und 2 Etagen mehr als 10 Modellbahnanlagen, Module und vieles, vieles mehr. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht natürlich wieder die 50 Quadratmeter große H0 Gemeinschaftsanlage, auf der der Reichsbahnbetrieb der 70er Jahre nachgestellt wird. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für diese Ausgabe von MEF Kompakt angelangt, liebe Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder genug Informationen nach Hause liefern. Und eines darf natürlich nicht fehlen, die Blitztipps. Die erhalten Sie wie gewohnt auf unserer Homepage. Die da wäre www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Zu spät dran? Oder glatt verpasst? Kein Problem, MEF Kompakt sehen Sie ja täglich und zwar um 6, 8, 13, 20 und 23 Uhr und natürlich Sendezeiten unabhängig über YouTube und Facebook. Damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin denken Sie aber bitte immer daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Machen Sie es gut! Am 25. Geburtstag. Feiern Sie mit? Sport Preußler bietet Ihnen eine Jubiläumswoche vom 14. bis zum 21. November mit vielen Jubiläumsangeboten in den Filialen Seifen und Oederan. In Olbernhau erwartet Sie zudem eine abwechslungsreiche Jubiläumswoche. 14. November ist Saisonstart. Passformtag von Langlaufschuhen und Salomon Alpinstiefel. Dienstag, 17. November, Nordic Day. Ganztägige Beratung zu Salomon und Atomic-Produkten. Und ab 19 Uhr ein Vortrag von Peter Schlickenrieder. Vom Skiläufer zum Abenteurer. Donnerstag, 19. November, Ladies Day. An diesem Abend müssen die Männer ab 18 Uhr draußen bleiben. Und zum Abschluss, am Samstag, den 21. November, Jubiläumsangebote, Alpina, Skihelme und Brillen und eine große Abschlusstombola. 25 Jahre Sport Preußler. Auf geht's!